Spaniens Fußball als Politikum. Arschloch Piqué erwartet Zerreißprobe. Gerard Piqué ist es gewohnt, auch bei heftigem Gegenwind seinen Mann zu stehen. Über die Jahre hat der 1,93 Meter große Abwehrhühne mit seiner oftmals betont lässigen Spielweise, vor allem aber mit politischen Äußerungen den Zorn der spanischen Fans auf sich gezogen. Am Freitag, 20.45 Uhr dürften die Anfeindungen aber über das normale Maß hinausgehen. Auf den stolzen Katalanen wartet im WM-Qualifikationsspiel in Alicante gegen Albanien ein Spießrutenlauf. Einen Vorgeschmack bekam der Profi des FC Barcelona beim öffentlichen Training am Montag, als tausende Fans der Furia Roja den angeblichen Unterstützer des Unabhängigkeitsreferendums Kataloniens verbal massiv attackierten. Piqué Cabrón, España es tu nación, skandierten die Anhänger. Piqué, Arschloch, deine Nation ist Spanien. Piqué scheint die enormen Spannungen auf sich zu vereinen. Nachdem der 30-Jährige unter Tränen die Polizeigewalt rund um das Referendum kritisiert und seine Solidarität mit dem katalanischen Volk ausgedrückt hat, ist der in Barcelona geborene Fußballprofi ein Held für die Unabhängigkeitskämpfer, und ein Feindbild für die Spanier. Dabei hat sich Piqué öffentlich bislang gar nicht für eine Abspaltung ausgesprochen. Zweifelt nicht meiner Hingabe an. Wir Fußballer sind global Figuren, sagt er, wir können uns nicht auf eine Seite schlagen. Deshalb komme ein Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft für ihn auch nicht in Frage. Seit fast 10 Jahren spiele ich für Spanien, ich werde jetzt nicht durch die Hintertür verschwinden. Er habe eine Nachricht an alle Fans, sagte Barcas Abwehrchef auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz, zweifelt nicht meiner Hingabe an. Ich bin sehr stolz, hier zu sein. Es ist jedoch zu befürchten, dass Piqué, sollte er nicht zum Selbstschutz auf der Bank Platz nehmen, im Spiel gegen Albanien zum Opfer einer spanischen Gewohnheit wird, regionale Konflikte auf den Fußball zu übertragen. Piqué selbst hat bei dem Spiel in der Vergangenheit gerne mitgemacht, doch in der momentan aufgeheizten Atmosphäre schlägt der Ehemann der Popsängerin Shakira versöhnliche Töne an, die einzige Lösung ist der Dialog. Es wird immer schlimmer. Interessant wird sein, ob das Nationalteam im Spiel gegen Albanien ein Zeichen des Zusammenhalts setzt. Wie werden sich die Profis von Real Madrid um Redelsführer Sergio Ramos verhalten? Die Stimmung im Team sei zum Zerreißen gespannt, berichtete die Sportzeitung ES. So oder so, die Zukunft der Nationalmannschaft dürfte ungewiss sein. Sollte die Situation nach einer möglichen Unabhängigkeitserklärung der katalonischen Regionalregierung eskalieren.